Deine vorherigen drei Filme, Barbara, Phoenix und Transit, behandeln verschiedene Aspekte der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Filme vereint eine gemeinsame Ästhetik, eine sehr realistische Ästhetik. Mit welchem Konzept des Filmrealismus fühlst du dich besonders wohl? Naja, es war so, dass ich damals mit, als der Harun noch lebte, ja, hatten wir, Harun war immer so gegen Romantik und gegen Liebesgeschichten. Ja? Und ich war, bin leider jemand, der im Kino sehr gerne weint und der ein großer Anhänger von Douglas Sirk ist. Und so haben wir da wunderbare Gespräche gehabt. Und die Frage war immer, der Harun kritisierte immer, dass die Liebe so, für so viel herhalten muss. Die Liebe muss die Wunden der Geschichte heilen. Zum Schluss muss es immer irgendwie ein Paar geben, das sich über alles hinwegsetzt oder so. Und dann sagte ich, eigentlich ist das doch das Thema. Ja? Wie arbeitet, wie zerstört oder wie zerstört die Geschichte oder die Machtverhältnisse die Liebe und wie kann sich die Liebe dem entziehen oder verändert sich sogar die Liebessprache dadurch? Und da haben wir dann drei Filme konzipiert damals und ein Film spielte im Grunde genommen auf der Flucht vor den Nazis, der andere nach dem Nationalsozialismus und der dritte sollte spielen in der DDR. Und in allen dreien ging es um Liebeskonzeption. Ne? Das hat mich interessiert. Realismus, ich kann damit, es gibt einen fantastischen Aufsatz von einer deutschen Philosophin, kann man ja fast sagen, Frieda Grafe, der ich im Grunde genommen das Denken über das Kino zum größten Teil verdanke. Und die hatte mal in der Süddeutschen Zeitung fast schon vor 40 Jahren oder so, einen Text geschrieben, der hieß Realismus ist immer hyper, sur, ja? Neo. Ja? Und das heißt ja, dass der Realismus selber keine Konstante ist, sondern immer nur eine Haltung. Ja? Und wenn man mit einer Wackelkamera rumläuft, muss das noch lange nicht bedeuten, dass wir nah am Geschehen sind. Und wenn man mit festen Einstellungen wie bei Ozu arbeitet, heißt das noch lange nicht, dass wir in der Welt der Künstlichkeit sind. Und deshalb kann ich mit dem Realismusbegriff im Kino wenig anfangen. Ich kann viel mehr mit dem Begriff Traum anfangen. Und deshalb, ich hasse Filme, die die Geschichte, die so tun, als ob sie früher spielen. Ja? Sondern ich muss den Blick von heute auf das Gestern und ich muss den Blick des Gestern auf unser Heute im selben Moment haben. Also Kubrick zum Beispiel, Barry Lyndon, ist für mich überhaupt kein historischer Film. Es ist ein Film, der heute und früher ist. Ja? Und das ist in einer Balance, in einer Korrespondenz. Ja? Muss man also den Realismus, den Abbildrealismus muss man hinter sich lassen. Ja? Man muss also, wenn man jetzt an Barbara denkt, das Krankenhaus gab es ja wirklich, in dem wir da gedreht haben. Und das war wirklich ein DDR-Krankenhaus. Und es ging wirklich die Krankenschwester, die da vor 30 Jahren gearbeitet hatte, zufällig, weil die Urlaub in diesem kleinen Ort machte, vorbei und sah, dass wir da drehten. Die dachte, das Krankenhaus wäre wieder in Betrieb. Und sie selber war 1985 aus der DDR geflohen und war inzwischen in Leverkusen eine Krankenschwester geworden. Und die kam jetzt nach Hause, um ihre todkranke Mutter zu pflegen und sah, dass das Krankenhaus, in dem sie gelernt hatte zu DDR-Zeiten, wieder erleuchtete Fenster hatte. Da kam sie rein und sah das und fing an zu weinen. Ne? Weil es genauso aussah wie früher, aber sagte sie gleichzeitig, wenn sie genauso hinschaute, stimmte gar nichts. Ne? Also es war so, für sie war die Erinnerung an dieses Krankenhaus von uns rekonstruiert worden, aber das Krankenhaus selber stimmte gar nicht. Und ich glaube, das ist das Kino. Ne? Man muss das Erträumte versuchen abzubilden und dann trifft man was vom Realen. Ne? Wenn man das Reale hinstellt, genau wie bei meinem ersten Film, der dann auch im Grunde ein gescheiterter Film war, wenn man es einfach glaubt und stellt die Kamera dahin, dann hat man alles das, was Kino ist, nicht begriffen, glaube ich. Ich glaube, der schlimmste Moment für alle Subjekte, ja, ob das nun Protagonisten im Kino sind oder auch im Leben ist, ist der Moment, das Gefühl zu haben, nicht mehr gebraucht zu werden, ja, nicht mehr da zu sein. Ne. Das ist etwas, was uns komplett in der Gesellschaft durchzieht, auch jetzt gerade pandemisch, ja, Corona, brauchen wir eigentlich uns noch. Ja.
Und brauchen die uns noch? Oder die Flüchtlinge auf griechischen Inseln, über die keiner spricht. Und die, Georg K. Glaser, ein deutscher Kommunist, der auf der Flucht vor den Nazis dann in Frankreich in den Untergrund gegangen ist und dann bis zu seinem Lebensende Kunstschmied, glaube ich, war in Paris. Der sagte, das furchtbare Gefühl für ihn, als auf der Flucht war, dass er als Kommunist der das Gefühl hatte, Protagonist einer Bewegung zu sein, die die Welt verändern wird. Und als er in Frankreich dann auf so einem Bauernhof auf der Flucht vor den Nazis im Heu lag, hatte er das Gefühl von einem, ein fantastischer Ausdruck, hatte er das Gefühl von Geschichtsstille umgeben zu sein. Das muss man sich so vorstellen, als ob man mit einem Schiff in eine Flaute gerät und kein Wind kommt mehr, man kommt nicht mehr von der Stelle und das spiegelglatte Meer ist um einen herum und es ist nichts mehr da. Die Katholiken glauben ja, dass man sie in sich selbst finden kann, in Zwiesprache mit Gott und so. Wir finden die nur im Gemeinwesen, ja? Nur zusammen. Ja? Deswegen glaube ich auch eben nicht, das klingt jetzt so ein bisschen wie Durchhalteparolen, aber ich glaube auch nicht, dass das Kino überhaupt in Gefahr ist, zu verschwinden. Wenn es verschwindet, hinterlässt es eine so entsetzliche Leerstelle, die sich wie so eine schwerende Wunde nicht mehr schließen wird. Das Kino ist ein kollektiver Ort. Das Fernsehen ist Einsamkeit. Ne? Sehr schön. Das ist ein sehr schöner Satz. Da muss ich tatsächlich auch irgendwo ein bisschen an Phoenix denken, als du erzählt hast von den beiden Personen, die sich nicht ja, das ging mir selbst so, als ich das gesehen habe. Ich hatte das Gefühl ja damals, wir sind ja mit Phoenix in San Sebastian gewesen, der Ronald Zerfeld und ich. Und ich war Nina vorher in Toronto. Das war komisch, dass man in Deutschland den nicht so richtig angenommen hatte. Es ging, es war schon okay, ja? Aber es war sich so, das hatte mich, irgendwas hat mich gewundert. Das war ja 2014 oder so, Phoenix, das ist ja gar nicht so lange her. Und es hat mich so gewundert, dass man so, oh ja, ist ein bisschen künstlich, ja? So. Und in Amerika oder in Spanien, das sehr bejubelt worden ist, ja? Und dann dachte ich mir, genauso wie ich glaube, dass eine kleine Geschichte wie von Rossellini aus Paris in Deutschland nicht den geringsten Erfolg gehabt hätte. Und dann las ich nämlich gestern, dass die Deutschen die 6. Episode in ihren Kinos rausgeschnitten haben. Der Film hat einen Oscar gekriegt. Ja? So, und es ist weltberühmt geworden. Und der hat dann nachher Ingrid Bergman geheiratet und alles. Der hat also wirklich, wirklich was getroffen. Ne? Und die Deutschen haben dafür gesorgt, dass es die eine Episode, wo sie schlecht wegkommen, weil sie da einen Partisan hinrichten, auf brutale Art und Weise, indem sie sich ertränken, dass die Deutschen diese Episode haben rausgeschnitten. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass bei Phoenix das so war, dass diese Art und Weise mit Faschismus, Träumen, ja, Wunden, ja, und dass etwas nicht wiederherstellbar ist. Welche Verbindung könnte man sehen zwischen den Identitätskonflikten deiner Hauptcharaktere und den nationalen und internationalen Kämpfen über Territorium und Identität, vor deren Kulisse deine Filme spielen? Weiß ich nicht, ob das so deckungsgleich ist. Ich glaube, Identitätsprobleme individuell sind im Nachhinein manchmal recht schön. Ne? Identitätskonflikte national sind im Nachhinein auch noch furchtbar. Ne? Also Identitätskonflikte, wie ich sie zum Beispiel an der DFB hatte in den ersten 3 Jahren, weil ich überhaupt nicht wusste, ich kam ja dahin an die Filmakademie und dachte, ich weiß alles. Ich habe so viele Filme gesehen. Ja? Ich war schon 26, ich habe gedacht, ich bin mehr als erwachsen. Ich weiß, wie meine Geschichte erzählt. Ja? Jetzt zeige ich es denen mal alle und ich war ein Jahr später nicht mehr fähig, überhaupt Kaugummi kauen und geradeaus gleichzeitig zu gehen. Ja? Weil ich echt nicht mehr wusste, wie das geht, weil das alles so, ich war verwirrt. Ne? Und das ist natürlich ein fantastischer Zustand, wenn man wieder rauskommt, ja? Und wenn man sich dem nicht, und wenn man sich dem auch ein bisschen ergibt, muss man schon sagen. Ne? Aber ein verwirrtes Land, wie jetzt die Türkei zum Beispiel, ja? Oder die Bundesrepublik, ja, merkwürdigerweise ist die Bundesrepublik Deutschland hätte allen Grund, noch verwirrter zu sein. Ja? Dafür ist die eigentlich in einem Zustand aber wenn man sowas sieht wie die Türkei, die überall jetzt Kriege führen möchte, ja? Die türkische AKP-Regierung, die ja eine Identitätsregierung ist, weil sie auf Religion aufbaut, wie alle
wie alle Gesellschaften und alle Regierungsformen, die Religionen in sich tragen, wahnsinnig gefährlich sind. Ob das nun Iran ist, die Türkei ist, die Evangelikalen in Brasilien oder auch unter Trump, das sind ganz gefährliche antisäkulare Tendenzen. Und gerade die religiösen Gesellschaften brauchen Identität. Das ist das Allerwichtigste, weil es über alle anderen Widersprüche hinweg hinwegtäuschen kann. Und diese Identitätsgeschichten im Nationalen und die Identitätsprobleme für mich als Filmstudent haben nichts miteinander zu tun, glaube ich. Stecken Erfahrungen drin in allen Märchen und Mythen? Und Mythen, ein Mythos ist ja nun mal eine Sprache. Ein Mythos ist eine, ist etwas, was eigentlich nicht in Sprache zu fassen ist, in Sprache gefasst, damit es weitergegeben, verständlich und beherrschbar wird. Darum geht es ja. Und das ist das Wunderbare an den Geschichten, dass jedes Land oder jede Sprache sich den Mythos nimmt, ihn verändert, zu seinem Mythos macht und damit sich erklären kann, obwohl die alle sehr ähnlich sind. Und wenn ich einen John Ford-Film sehe und dann kommt ein Sohn zu seinem Vater in die Kavallerie, der Vater dankt ab, John Wayne, das letzte Gefecht, der Sohn ist von ihm immer nicht geliebt worden, die Frau hat er verlassen für die Armee und jetzt muss er seinen Sohn möchte unbedingt in einen harten Kampf, der ihm das Leben kosten kann. Und die Mutter kommt und sagt, du mach den Sohn nicht kaputt. Du hast so eine mythische Grundgeschichte da drin von der verlorene Sohn, der zurückkehrt, die wahre Liebe und so. Das ist, versteht jeder Mensch. Und das ist das Tolle am amerikanischen Kino ist, dass es fast ausschließlich auf Mythen aufbaut. Gesagt haben, alle diese Filme sind Ermächtigungen von Frauen. Und ich als Mann kann diese Filme machen, weil ich mit der Darstellerin erstmal, mit der Nina, über diese Ermächtigung sprechen kann. Wir können über das Verhältnis Männer und Frauen sprechen, auch das Verhältnis zwischen Muse und Regisseur in der Geschichte. Das ist ja im Grunde genommen, was sieht man dann in Phoenix? Man sieht da einen Mann, der eine Frau baut, nach seinen Vorstellungen. Und das ist nicht weit von Vertigo, Hitchcock, und das wiederum ist nicht weit von Hitchcock und ist nicht weit von überhaupt Männern und Frauen in diesen Machtkonstellationen von Musen und Meistern. Und das ging noch alles ein in diese Undine-Geschichte und dann habe ich mit der Paula Bär, die hatte ich ja bei Transit kennengelernt, und dem Franz Rogowski. Wir hatten viel gesprochen. Ich hatte auch viel von meiner Arbeit mit der Nina denen erzählt und über das, was mich beschäftigt, und hatte ihnen dann von Undine erzählt und von dem Ingeborg Bachmann-Text. Und das hat die Paula interessiert. Die wollte unbedingt diese Ermächtigung. Und das merkt man mit welcher. Also die weiß, man merkt es an ihrer Verzweiflung in dem Film, man merkt es aber auch, wie sie über die Straße zum Café geht und wie sie vom Café weggeht. Man merkt an diesen Gängen, dass diese Gänge was erzählen. Und da merke ich, dass jemand ganz körperlich etwas begriffen hat. Und das ist immer sehr schön, wenn er nicht spielt, sondern geht. Und das ist auch so etwas, was, finde ich, im Kino ganz selten noch zu sehen ist, weil wir immer so ähnlich wie wir hier mit den beiden Close-up und amerikanische Einstellungen hier arbeiten, nur noch diese Einstellungen kennen. Wir kennen nicht mehr Hände, wir kennen keine Gänge mehr, wir kennen keine Blicke mehr, sondern immer nur der Satz und die Reaktion. Aber eigentlich kann man mehr über die Figuren erfahren in Durchgangsräumen. Also wenn Tony Soprano nach Hause kommt, ist die Küche von Tony Soprano, wo der große Kühlschrank steht, ist ein Durchgangsraum. Wir erfahren nie Wohnzimmer, die Zimmer der Kinder, die sind einfach nur so mal so angedeutet. Es ist immer die Küche mit der Theke und immer geht er sofort zum Kühlschrank und isst was. Das erzählt etwas von seinem Zustand. Wie er nach Hause kommt, ist er hektisch, ist er müde, ist er depressiv, ist er schuldbewusst. Das kannst du daran erkennen, wie der was aus dem Kühlschrank zieht und isst. Das ist erzählt was. Das ist das, was amerikanisches Kino kann,
Zustand ist Handlung. Ne? So. Und deswegen Transiträume sind immer Räume der Handlung, weil es gibt ja nichts, an dem wir uns festhalten können. Wenn wir lächerliche Fernsehfilme sehen, wo Kamerafahrten an Bildern, Fotos, an Erinnerungen, an eine tolle, kostbare Vase, ein Medaillon und was weiß ich alles, wenn das da so rumliegt und abgefilmt wird mit Musik, ist das meistens in Horrorfilmen so, um zu sagen, hier wird gleich jemand echt abgeschlachtet, der eigentlich ein Leben hat. Aber man glaubt schon im ersten Moment nicht, dass das irgendwie... Ich glaube doch nicht diese Fotos von früher. Aber ich glaube Tony Soprano und die Mortadella, wie er die isst. Das glaube ich. Ja? Und das hatten wir besprochen bei Transit, weil alles in Transit waren ja Transiträume. Ja? Hotelzimmer mit zwei Fenstern, eine Kneipe mit tausenden von Fenstern und Durchgängen, ja? Und diese Pizzeria. Es musste immer alles im Fluss sein, im Durchgang. Da spielen sich die Geschichten ab. Für mich war ein echtes Haus, ein Heim, wäre die Sackgasse. Da haben wir auch nichts mehr zu erzählen. Das Kino beginnt, wenn man das Heim zu verlassen hat oder wenn man es sucht. Aber in dem Heim drin wird es langweilig. Ne? Und ist das bei Undine auch? So leben wir doch auch hier in den Großstädten. Die Leute, die ich kenne, die haben hier so eine Airbnb-Wohnung, also haben hier da mal so ein halbes Jahr Stipendium oder eine Wohngemeinschaft. Ja? Manche haben Familien gegründet. Also ich finde schon, dass ich keine Transitwohnung habe zu Hause. Aber das wäre keine Wohnung fürs Kino. Was ich da in dieser Wohnung mache, dass ich mir da Paisa von Rossellini abends anschaue, eine Flasche Wein und Käse dazu. Ja? Die Geschichte ist in Undine durchweg präsent. Ein interessanter Teil des Films ist die Verbindung der Protagonistin zur Vergangenheit Berlins, gezeigt durch ihre Arbeit als Museumsführerin. Was ist die Entstehungsgeschichte dieser Figur, die aus ewigen Echos besteht, die in der Gegenwart lebt und sich durch die Reflexion der Vergangenheit auszeichnet? Für mich ist ja eine Figur nicht etwas völlig Fremdes, sondern da sind ja ganz viele autobiografische Teile drin, da kann man machen, was man will. Ich hatte, als ich nach Berlin kam, Anfang der 80er Jahre, ist Berlin ja ein Mythos gewesen. Ja? Berlin ist frei. Ja? Also meine Eltern haben mich nie in Berlin besucht, ja, weil sie durch die DDR durch mussten. Ja, und da als Flüchtlinge und gestandene Antikommunisten war Berlin für mich ein sicherer Rückhalt, ja, ein Rückzugsort. Und das war auch ein Labor. Ja, man konnte hier alles Mögliche ausprobieren. Aber Berlin hatte die Bilder, die Berlin hervorbrachte, waren die Bilder Ende der 70er Jahre, SO36, ja, neue Musik, David Bowie, der Dschungel, ja, das war ein großer Mythos. Dann Techno, Schwulenszene, ja, war auch ein Mythos. Ja. Hitlers Führerbunker war der dritte Mythos. Ich weiß, damals habe ich einen Film gesehen, der hieß Elvis Hitler, ja, über die beiden großen Entertainer des 20. Jahrhunderts. Ja. Aber ich fand den Namen Elvis Hitler fantastisch. Ja. Aber Berlin hatte das, also ich war von zu Hause weg. Meine Mutter kommt aus Thüringen, Thüringer Wald, ein mythischer Ort. Ja. Ich bin mit Mythen, Sagen, Märchen durch Oma und Mutter und so aufgewachsen. Und Berlin hatte jetzt eine eigene Mythologie. Ja, wie gesagt, Bowie, Hitler. Ja. Und ja, immer noch, wenn ich die Touristen sehe, die immer noch zum Führerbunker wollen, ne, den sich da angucken wollen. Ja, der ist ja direkt neben diesem Einkaufszentrum am Leipziger Platz, in dieser Mall, ja, Mall of Berlin heißt das, glaube ich. 10 Meter daneben, hier ist so eine Plattenbausiedlung, ein Spielplatz, da war's. Ja. Die starren da drauf in die Leere. Ja. Es ist nichts mehr da. Ne. Auch die Mauer ist ja nicht mehr da. Ja. Die ist ja auch nicht mehr zu sehen. Und nur so ein Streifen, der sagt, hier war sie mal. Ja, was schon keiner mehr glaubt. Ja. Und sie eher so aussieht, als ob John Carpenter sie für ein, zwei Jahre für eine Filmproduktion gebaut hätte. Und diese Berlin war also ohne Geschichte, ohne Mythen. Ne. Und dann dachte ich mir, ja gut, wir haben hier die Preußen, wir haben Friedrich den Großen, Voltaire, ja, Querflöte spielen, ja, von, ja, die Geschichte vom alten Fritz, Heinrich von Kleist. Ja, so. Aber wir haben diese Tiefe, Berlin ist einfach eine protestantische Stadt ohne Geschichte. Ja, nur zum Schluss hat sie eine, baut sich eine, Weimarer Republik, ja, Berlin-Babylon und so. Ja. Aber die so eine tief verwurzelte Geschichte hat sie sich importiert.
hat, ja, und ist mit den Kaufleuten gekommen. Und das hat mich interessiert. Da sah man dann hier die, diese Ausstellung, wo ich da mit dem Christoph Hochhäusler war, der hat die mir mal gezeigt vor vielen Jahren, diese Modellausstellung. Und dann habe ich gesehen, wie diese Stadt sich im Grunde genommen seine Geschichte schafft. Das ist, die importiert sich alles. Ja, auch alle, man kann ja auch wirklich sagen, dass alle guten Ideen in Berlin von Leuten kommen, die von außerhalb sind. Ja, keiner, diese Berliner Urbevölkerung, zumindest die Westberliner, ist ja mit das Muffigste. Ja. Das siehst du an sowas wie Hertha BSC, das ist ja kein Verein, den man lieben kann. Ja. Und deshalb ist es so, dass wir, dass das von außen kommt und von außen gebraucht wird. Ja. Das habe ich selber erfahren. Und das bringt uns die Undine ja auch. Die erzählt eigentlich als mythische Geschichte, die Geschichte von Berlins, als eine, die keine Mythen hat, aber sie sich welche braucht. So kann man das sagen. Also ist im Prinzip in Undine ist Berlin im Prinzip der Mythos, der nicht neu erfunden wird, sondern der sich selber neu erfindet. Berlin muss sich selber erfinden, selber bauen, das hat es ja getan, aber oft mit ganz schrecklichen Ergebnissen. Und jetzt zur Zeit ist in Berlin in absoluten Gefahr, kaputt zu gehen. Das war ja das, was sie erzählt ja im Grunde genommen schon, dass es immer schon Probleme gab mit den Wohnungen, dass das mit denen spekuliert worden ist, weil Berlin eine kapitalistische, protestantische Stadt ist, ja? Ist diese Stadt trotz ihrer wahnsinnigen Verletzungen durch Krieg, durch Teilung, ja, ist diese Stadt komischerweise ist seit 30 Jahren wieder Hauptstadt oder 25 Jahren wieder Hauptstadt und fängt schon wieder an, kommen die schon wieder alle und kaufen Wohnungen und Leute können hier nicht mehr wohnen. Und ich wohne ja in Kreuzberg und es wohnen keine alten Leute mehr da. Das ist das Brutale. Ich gehe durch die Straßen. Früher sah ich sehr, sehr viele alte Leute. Wir haben früher Essen für die mitgekauft. Es wohnt kein einziger mehr da, weil Renten nicht mehr reichen, diese Mieten zu bezahlen. Die sind alle irgendwo außerhalb, hinter Marzahn, irgendwo in irgendwelchen Pflegeheimen untergebracht. Und was der neoliberale Kapitalismus anrichtet, das ist das, auf das Undine hinweist. Ja? Und die Undine weist auch darauf hin, dass ihr untergeht, wenn ihr weiter so macht. Und dann, wenn ihr untergeht, habt ihr keine Geschichten und keine Mythen mehr, und dann wird es mich auch nicht mehr geben. Das ist ein bisschen in dieser Geschichte drin, die sie erzählt.